Hallo zusammen und willkommen zurück zum Deep Learning Studio. Heute wieder mal natürlich an unserem wundervollen Wirtschaftsinformatik-Projekt in Kooperation mit der Hochschule Fresenius. Das heißt, wenn ihr mehr von dem ganzen geilen Shit wollt, dann einfach mal ganz kurz bitte in die Beschreibung gucken. Das gibt's links. Dann könnt ihr nämlich auch mal Wirtschaftsinformatik zum Beispiel studieren und ja, dann könnt ihr solchen coolen Kram machen. Ähm, naja, gut, zumindest bei der Fresenius könnt ihr das machen. Um, okay, wir haben ganz kurz als Recap letztes Mal hier diese wundervolle train.csv-Datei erstellt mit unserem Python-Skript aus den Daten um, aus dem Senti-Wortschatz oder dem Senti-Wortschatz, der Wörter enthält und ihnen eine gewisse Gesinnung zuordnet. Ich kann jetzt zwar nicht mehr sagen, welches Wort das hier ist, aber das macht auch überhaupt nichts aus. Ich kann das Ding meinem neuronalen Netz geben, beziehungsweise dem Deep Learning Studio, und da drin kann ich ein neuronales Netz basteln. Und anhand von diesen ganzen Daten kann ich jetzt hier eben, ähm, ja, eben mein Netz trainieren. Das heißt, wir haben hier quasi die In Input-Daten, also die Eingabedaten, das Wort kodiert, so dass es das neuronale Netz versteht. Also quasi eine Liste aus Buchstaben, die zwischen 0 für kein Buchstabe und 26 für Z liegen. Und dann haben wir hinten dran das CentiVS, das heißt, oder den, den Wert, das Sentiment, wie man sich eben fühlt, wenn man dieses Wort hört, das muss ein ziemlich negatives Wort gewesen sein. Der Minus 0,51 wäre zum Beispiel furchtbar oder sowas, glaube ich. Also was sehr, sehr schlimmes. Ähm, ja, weil es schon ein, eine starke Emotion hervorruft. Okay, gut. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen das Ganze natürlich unserem Deep Learning Studio geben, das hier hinten dann schon offen ist. Wenn ihr nicht wisst, was das ist oder wie man das bekommt oder sowas, dann bitte einmal kurz in die Beschreibung reingucken. Und nochmal hier ganz kurz der Aufruf für viele. Manche dachten, es würde irgendwie was kosten oder sowas. Nein, das Deep Learning Studio ist kostenlos. Ähm, zumindest aktuell. Ähm, Stand ist 2.7.2019. Und. Ihr habt vielleicht, wenn ihr was dafür bezahlen müsst, nicht die Desktop-Version. Das heißt, ihr habt vielleicht die Cloud-Version oder sowas. Das kann sein, dass ihr da was zahlt, weil dann läuft das Training nicht bei euch auf dem Rechner, sondern auf den Cloud-Servern von Google. Und das wollen wir natürlich nicht haben, denn da müssen wir pro Stunde bezahlen. Es geht zwar 10.000 Mal schneller als auf dem lokalen Rechner, aber wir müssen dafür blechen und das wollen wir vermeiden. Okay, ähm, jetzt machen wir hier erstmal folgendes. Wir fügen das Ganze zum Archiv hinzu. Das heißt, wir erstellen eine train.zip, aber ich möchte, also da, wo quasi die train.csv dann drin ist, aber ich möchte das Ganze umbenennen und zwar in sentiment.zip. Das ist mein Trainingsdatensatz und das kann ich auch so machen. So und jetzt ist das Ganze schon fertig. Jetzt kann ich hier auf Datasets gehen. Ihr wisst, am Anfang muss man immer ein Ups, leider habe ich schon mal ein bisschen rumexperimentiert, das habt ihr nicht gesehen. Ähm, am, am Anfang muss man immer einen Datensatz hochladen, den kann man dann in einem neuronalen Netzprojekt verwenden. Gut, wir gehen hier rein und können uns hier dann aussuchen, ähm, wo dieser Datensatz eigentlich liegt. Das heißt, wir suchen uns hier die Sentiment. Zip aus, öffnen die und laden die hoch. Das ist kein richtiger Upload, im Endeffekt lade ihr es bloß auf diese Webseite hoch und die Webseite speichert es dann irgendwo bei euch auf dem Rechner. Also nicht wirklich schlimm. So, und jetzt können wir hierher gehen und können uns ein neuronales Netz erstellen, beziehungsweise ein neues Projekt, um das wir natürlich Sentiment oder Textsentiment nennen, wie mir hier schon vorgeschlagen wird. Und ja, das öffnen wir. Und natürlich ist unser Datensatz der Sentiment-Datensatz. 8020 ist okay, kann man lassen. Und wir sehen hier, wir haben 34.933 insgesamt Eingabedaten für unseren Trainingsdatensatz. Das ist ziemlich viel, aber bedenkt bitte, dass viele auch einfach nur Flexionsformen sind. Das heißt, nicht unbedingt wirklich einen Mehrwert bieten. Ähm, genau. So, jetzt kann man hier erstmal noch Shuffle Data einstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn wir wollen nicht, dass unser neuronales das Netz heißt die Reihenfolge auswendig lernt. Sprich zum Beispiel sagt, hey, die ersten sechs Mal gebe ich immer minus 0,05799999 aus. Ähm, sondern wir wollen natürlich hier, dass das auch anders funktioniert. Das hier ist unser Wort. Steht auch oben drüber. Wir haben es so genannt, Word. Ähm, und da sind im Endeffekt die Wörter kodiert. Und das hier hinten ist das Sentiment. Das ist aber dann kein Input mehr. Sondern ein Output, Wenn das jetzt gerade zu schnell ist, das haben wir eigentlich alles schon mal gemacht, ist im Endeffekt nichts wirklich besonders Neues. So, ähm, dann haben wir unser Modell hier, das wir gleich machen werden. Die Hyperparameter lassen wir erstmal so, beziehungsweise das hier stellen wir auf, ne, wobei das, mh, ich würde es gerne auf Mean Squared Error hochstellen, denn ja, das sollte, äh, im Endeffekt haben wir hier flüssige Zahlen, also Zahlen im Intervall von 1 bis minus 1 oder minus 1 bis 1. Und ähm, da wirklich mit kategorischer Entropie zu arbeiten, wenn wir eh nur ein Ausgabeneuron am Ende haben werden, das diese Zahl hier enthält, ist ein bisschen schwierig. Ähm, das macht da relativ wenig Sinn, wenn man nur eins eben hat. Und binär sind wir auch nicht. Ähm, ja, so, jetzt sind wir hier und zwar in unserem Modell drin. Nun, dieses Modell hat zunächst einmal logischerweise wieder Eingabe- und Ausgabeschichten. Das dürfte klar sein. Und wir sehen hier auch, Output ist genau 1. Und dieser Output ist im Bereich von minus 1 bis 1. Das habe ich schon gerade eben gesagt, aber das ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Was wir als erstes machen, ist, wir wollen natürlich eine Dense-Schicht haben, die mit dem Ausgabelayer verbunden ist und die brauchen wir einfach immer. Output Dimensions ist hier 1, <laughs> offensichtlich. Und was wir hier auch noch einstellen sollten, ist die Activation Function. Nun folgendes Kleines zum, zur Activation Function. Ihr könnt mal ganz gerne danach googeln. Das heißt, ihr könnt einfach mal euch anzeigen lassen, wie diese Funktionen aussehen. Zumindest bei Relu, Tanha, Sigmoid, Hard Sigmoid und Linear könnt ihr euch das anzeigen lassen. Ich mache jetzt mal gerade kurz dafür was auf. So, das hier ist die Sigmoid-Funktion. Ja? Die hat Ausgabewerte, die zwischen 0 und 1 liegen. Offensichtlich so verteilt, dass wenn wir hier minus 4 haben, also als, als Wert von unserem Neuron, irgendwie wird es da drin dann verarbeitet. Eingabewerte sind dann insgesamt minus 4 oder so. Ist nicht wirklich relevant. Und ähm, dann haben wir hier fast 0. Während bei Ausgabewerten von 4 fast 1. Also das nähert sich im Unendlichen dann quasi 1 bzw. 0 an. Denkt ihr, das ist eine sinnvolle Funktion für unsere Ausgabe? Ich glaube nicht. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir TAN H verwenden? TAN H ist die gelbe Linie hier. Das obere ist Sigmoid. Das ist tatsächlich einfach nur Google-Bilder suchen nach TAN H bzw. Sigmoid hier. Und ähm, wir sehen hier dass Tanh von minus 1 bis 1 hochgeht. Es ist ein bisschen steiler, im Endeffekt ist es bloß eine skalierte Sigmoid-Funktion, also quasi von minus 1 bis 1 statt von 0 bis 1 und ein kleines bisschen steiler. Aber meint ihr nicht, dass sowas deutlich sinnvoller wäre für unsere Ausgabe? Ich glaube ja. Das heißt, wir sollten hier definitiv Tanh auswählen als Eingabe, äh, als Aktivierungsfunktion, auf. Aktivierungsfunktion hier bei unserem, ähm, bei unserem Dance Layer am Ende. Und dann bekommen wir auch Werte zwischen minus 1 und 1 raus. So, jetzt haben wir noch eine weitere Challenge, die wir hier quasi ähm, bewältigen müssen. Und zwar, wenn wir uns mal kurz die Eingabedaten, ja, ich weiß, Eingabedaten hier angucken. Wir haben hier nicht wirklich eine, ähm, einen Zusammenhang hier drin. Das ist ein Array. Das heißt, wir haben hier mehrere Eingabewerte. Wir haben quasi 0, 0, 0 und so weiter und so fort. Die können wir nicht oder wir könnten schon alle auf einmal bedenken, aber normalerweise macht man es nicht. Das heißt, was wir zuerst machen, ist das nach unten verschieben. Irgendwie funktioniert das nicht richtig gerade. Das kann aber an meiner Aufnahme liegen. Das könnte bei euch durchaus funktionieren. So, was wir als erstes machen wollen, ist, wir wollen deswegen rekurrente Schichten verwenden. Und die bessere rekurrente Schicht ist das LSTM. Es gibt allerdings noch ein paar mehr. Will ich will euch das mal ganz kurz zeigen hier. Ähm, wo sind die Re hier genau? Das, es gibt noch das GRU. Ähm, das ist eine rekurrente Schicht, das LSTM ist eine rekurrente Schicht und das Simple RNN ist auch eine rekurrente Schicht. Ich kann euch jetzt hier nicht wirklich den Unterschied erklären zwischen den ganzen Schichten, weil es einfach wirklich sehr mathematisch ist und sehr tief in die Details geht. Aber ich kann euch sagen, dass das LSTM meistens deutlich besser ist als das Simple RNN. Und das GRU... Ähm, das ist eine Alternative zum LSTM, da könnt ihr gerne mal lesen. Gated Recurrent Unit, die ist auch ganz gut, kann man durchaus mal probieren. Wenn es mit LSTMs nicht funktioniert, kann man mal das GRU benutzen, aber RNNs würde ich vielleicht eher selten benutzen. Die haben ein Problem, das nennt sich Vanishing Gradient. Und ähm, ja, das ist nicht so sinnvoll, die dann meistens zu verwenden. So, wir verbinden die Ebenen und ja, jetzt könnten wir denken, okay, wir fügen die hier einfach direkt ein. Wird aber wahrscheinlich relativ schwierig werden, weil wir hier, ähm, okay, weil wir noch keine Output Dimensions angegeben haben. True, ähm, sagen wir hier mal 128. Und ja, das würde jetzt funktionieren. Ähm, und das, ja, lasst uns das einfach mal so ausprobieren. Und im Endeffekt möchte ich euch eigentlich danach schon wieder die Challenge übergeben, wer da am meisten rauskriegen kann. Im Endeffekt kennt ihr alles, was ihr braucht. Eine Sache möchte ich euch danach noch kurz zeigen, ähm, das sind die Embedding Layers. Und da kann man dann tatsächlich noch was mit schaffen, ähm, indem ich hier nicht direkt das LSTM anwählt, sondern zunächst einmal ein Embedding macht, weil ihr ja relativ viele Nullen in euren Eingabedaten habt. Das heißt, ihr habt hier null 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, und so weiter und so fort. Und dieses ähm, Embedding sorgt dafür, dass eure Daten erstmal zusammengefasst werden in einigen wenigen Daten. Die dann das Ganze repräsentieren sollen. Also sozusagen wie Zusammenfassungen, ja. Ähm, die fassen euer Wort zusammen und versuchen da so ein kleines bisschen Sinn rauszukriegen. Und ähm, das können wir hier einbauen, indem wir hier sagen, okay, Embedding und LSTM. Und dann müssen wir natürlich noch das Embedding hier anpassen. Input-Dimensions sollten klar sein, sind 26 hier. Und Output-Dimensions können wir uns im Endeffekt aussuchen. Ich würde jetzt auch mal 128 gerade mal so nehmen. Und dann können wir schon das Training eigentlich starten. Wow, das ging relativ schnell. Ähm, starten wir mal und gucken, was dabei passiert. So, wir verbinden uns erstmal mit unserer Grafikkarte. Das steht hier. Und es lädt. Ihr seht hier, die Auslastung steigt. Und ja, sie steigt. Okay, wunderbar. Das Training dauert jetzt scheinbar ca. 20 Minuten, 15 Minuten. Okay, wahrscheinlich so circa 10 Minuten. In diesen 10 Minuten werde ich hier drin wahrscheinlich sterben, weil es einfach viel zu warm ist. Und wir sehen noch was anderes: nämlich, dass unser Loss relativ. beziehungsweise, wir warten mal ganz kurz ein bisschen ab. Ich äh, pausiere euch mal währenddessen. Bis gleich. So, offensichtlich sehen wir schon was hier. Und zwar, unser Training ist solide. Ähm, wir trainieren auf jeden Fall, aber äh, leider sieht es mit unserem. Werden nicht so gut aus, würde ich mal so behaupten. Was auch auffällt, ist, dass wir die Accuracy überhaupt nicht benutzen können. Also die Accuracy ist halt einfach quasi nicht da und naja, der Wert, der bei dem Loss drin steht, der sagt nicht wirklich viel aus. Ähm, das ist ein großes Problem, wie ich finde, denn ja, damit, damit kann ich natürlich nicht wirklich viel anfangen. Ähm, vor allem, wenn ich hier meine Validierungsdaten habe. Naja, gut, ich habe einen Loss von 0,04566. Was genau bedeutet das jetzt? Bin ich gut oder bin ich schlecht? Um, deswegen es ist es ein bisschen schwierig, wenn man die Accuracy nicht berechnet bekommt. Und leider hat man hier auch nicht wirklich die Möglichkeit, das direkt zu machen. Um, also im Deep Learning Studio. Ihr seht nur hier immer am Anfang geht das Loss extrem nach oben. Um, ich weiß nicht genau warum. Aber. Ja, das ist, das ist eine Herausforderung, die am Deep Learning Studio tatsächlich noch entwickelt wird. Soweit ich weiß, wird auch das Ding noch ordentlich weiterentwickelt und befindet sich gerade aktuell kurz vor der nächsten Version. Das heißt, ich hoffe, dass das zum Beispiel ein Feature ist. Ähm, wenn wir nochmal kurz zurückgehen aufs Modell, während das Training hier weiterläuft. Eine weitere Sache, die auffällt, ist, dass wir hier unser Modell nicht automatisch machen können. Das heißt, ich kann hier gerne eine Sequence bauen und Output Type ist Numbers. Das ist ja im Endeffekt das, was wir hier haben. Also wir haben eine Sequenz, ein Array an Dingen, an Zahlen in diesem Fall. Wir können natürlich auch ein Bilder Array haben übrigens. Das ist auch sehr geil. Das wäre dann ein Video, weil man eben mehrere Bilder hat. Ähm, das würde dann auch so funktionieren und das würde ich euch einfach mal als Spaßprojekt überlassen. Beziehungsweise vielleicht kommt auch irgendwann mal eine Challenge dazu. Das wäre eigentlich mal ganz geil. Ähm, aber okay, ähm, genug davon. Um, Im Endeffekt haben wir hier eine Sequenz als Eingabe, weil wir einen, einen Text haben und wir haben Output Numbers. Und wir können jetzt hier mal auf Design klicken. This will override your existing model. Okay. Und dann steht hier, thanks for trying AutoML. This combination is not yet supported. Um, das bedeutet so viel wie, ja, ist halt noch nicht implementiert, kommt aber hoffentlich noch. Und das wäre halt mega geil. Also das wäre ein Feature, über das würde ich mich extrem freuen. Denn gerade solche Design-Sachen sind extrem geil. Also wenn ich mir das, wenn ich quasi schon eine Grundlage hab, was eigentlich ganz gut funktioniert, also irgendwie so 95 oder sowas, das ist halt enorm gut. Ähm, und dann nur noch ein paar kleinere Sachen tweaken muss, dann ist halt schon wirklich sehr geil. So muss man halt alles von Hand machen. Das heißt, das hier wird jetzt eine tatsächliche richtige Challenge für euch. Und zwar eine Challenge, dass ihr hier wirklich wirklich gute Ergebnisse habt. Ähm oder überhaupt mal bessere Ergebnisse als ich. Also klar, dass ich jetzt mit dem kurzen Hingeklatsche hier nicht wirklich Ergebnisse habe. Aber wir gucken uns das sofort mal an, wenn das Training hier abgeschlossen ist. Also bis gleich. So, meine Freunde. Jetzt sehen wir, was eigentlich wirklich Sache ist. Und zwar haben wir einfach, also das ist jetzt tatsächlich hier am Ende erst aufgetaucht. Wir haben einfach eine Accuracy von exakt 0,0. Wir haben einfach nichts getroffen. Um, das ist ein kleines bisschen peinlich. Aber eigentlich nicht wirklich. Also, ich meine, wir haben hier wirklich das erstbeste Modell genommen, ohne irgendwas. Sinnvoll ist es natürlich auch, wenn man hier mehrere LSTMs kombiniert, zum Beispiel, und dann eben daraus verschiedene Dinge macht. Sinnvoll wäre es zum Beispiel auch hier vermutlich mit den Output-Dimensionen hochzugehen. Und sinnvoll wäre es auch am Ende mehr als nur eine Dense-Schicht zu verwenden. Ähm, das bedeutet, ja. Ähm, eure Aufgabe ist es jetzt und das ist die nächste Challenge. Ähm, keine richtige Challenge, weil ich natürlich euch schon alles gesagt habe. Wir machen auch noch echte Machine Learning Challenges, wo ihr dann wirklich von vorne bis hinten alles machen müsst. Aber das ist jetzt so eine Mini-Challenge wieder mal, wie letztes Mal eigentlich auch. Und der Sieger wird natürlich wieder mal damit, äh, naja belohnt nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall werde ich sein Modell natürlich wieder mal teilen in einem YouTube-Textpost und auf Twitter, wenn ihr wollt, auch. Und ja, ähm, ihr habt dieses Mal ein bisschen länger Zeit. Ähm, ich gebe euch mindestens eine Woche dafür. Das heißt, ja, viel Spaß dabei. Versucht hier mich zu überbieten mit 0,000. Sollte das nicht wirklich schwierig sein, mich zu überbieten. Aber versucht euch gegenseitig zu überbieten, ähm, so dass ihr wirklich sehr sehr hohe Ergebnisse rausbekommt. Also mal gucken, was so das Höchste ist. Ich bin gespannt auf euer auf euer Können und auf euer Engagement und sowieso alles. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Link zu allem, was ihr braucht, ist in der Beschreibung. Also auch die Trainingsdaten, falls ihr kein Python könnt oder sowas, ist auch in, Beschrei in der Beschreibung verlinkt. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ich sagen will? Ja, vielen Dank an die Hochschule Fresenius, dass sie mir das hier alles ermöglichen und dass sie auch mich dabei so unterstützen, dass ich mehr mit euch machen kann in diese Richtung. Das wäre anderweitig nicht wirklich möglich. Cool. An der Stelle nochmal danke an euch alle und ja, ihr seid die Besten. Bis dann. Ciao.